Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von der Schachtelglück-Box-Serie. Und zwar, die dritte YouTuberin, die ausgewählt wurde, ist die Diana zur Löwin. Das ist ihre Box. Auch hier steht wieder was an der Seite, und zwar Open Your Mind and Your Heart. Was ich wirklich süß finde, dass halt wirklich jede Box noch einen Spruch an der Seite hat. Und ihre Box ist relativ leicht, im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich jetzt schon geöffnet hatte. Auch hier wieder alles noch zu. Ich mache es jetzt wirklich live mit euch auf. Noch nicht vorher reingeguckt, geschmult, online geguckt oder wie auch immer. So, und ihre Box ist weiß. Sehr, sehr cool. Oh mein Gott, und dann sieht halt schon oben, was drin ist. Und ich freue mich gerade riesig, weil... Ja, das sind alles Sachen, die ich tatsächlich nicht habe. Beziehungsweise, also ich muss gucken, was... von den Farben drin ist, aber alles, was ich schon mal testen wollte. Zuerst natürlich wieder die kleine Karte, die wirklich mega süß sind, alle. Und hinten steht drauf, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Austesten der Produkte. Ich habe für dich meine liebsten Produkte zusammengepackt, die bei keinem DM-Haul fehlen dürfen und die ich nicht nur bei mir zu Hause habe, sondern auch stets mit auf Reisen nehme. XOXO, deine Diana. So sieht's aus. Und ich nehme das erste. Und zwar, von Balea Professional ist das ein Fülle- und Pracht-Volumenspray. Für mehr Fülle und Griffigkeit sichtbar prachtvolles Haar ohne Silikone. Ohne Silikone sehr, sehr gut. Krieg's nicht auf, doch. Es ist so ein Spray. Ich spray jetzt mal. Okay, also es riecht... eigentlich nach nichts. Wollte ich mir aber schon mal kaufen, habe ich irgendwie nicht getan, weil, ja, warum eigentlich nicht, weiß ich nicht mehr. Aber bin ich sehr gespannt, das zu testen. Jetzt was, da freue ich mich tierisch. Und zwar ist das ein Sally Hansen Miracle Gel Nagellack. Und ich muss sagen, ich bin echt ein Fan von diesen Gel-Lacken von Essence und von Sally Hansen. Und das ist die Farbe Birthday Suit. Und die Farbe ist super. Und ich brauche noch einen neuen Nagellack für morgen. Und zwar sieht das Ganze dann so aus. Relativ breite Bürste. Wie ihr sehen könnt. Und es scheint mir etwas schier zu sein, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Die Farbe ist einfach nur... einfach nur ein Traum. Sehr, sehr cool. Da freue ich mich richtig drüber. Werde ich auf jeden Fall austesten. So, dann das dritte Produkt, was ich hier rausziehe, ist auch von Balea. Selbstverständlich ist ja auch ein DM-Produkt. Und zwar einmal so ein Stift, so ein Lippenbalsam. Lippenpflege Sweet Mandarin. Ich packe es direkt mal aus. Ich will mich mal riechen, weil ich mag alles, was so nach Mandarine und Orange und Zitrus riecht. Aber ich habe mir den Geruch jetzt stärker vorgestellt. Also ist halt ein Lippenpflegeprodukt. Kann man nichts gegen sagen, kann man immer gut gebrauchen. Aber Geruch ist jetzt nicht ganz so intensiv, sagen wir es mal so. Dann habe ich eine Peel-Off-Maske von Balea. Die ich selber noch nicht probiert habe. Ich liebe die Balea-Masken, die sind wirklich schön. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach grandios, also man kann nichts dagegen sagen. Und die Peel-Off-Maske hatte ich tatsächlich noch nicht und werde ich wahrscheinlich direkt heute Abend mal austesten. Und das letzte und fünfte Produkt ist von Essence, die I Love Extreme Mascara, Volume Mascara, mit einem... relativ großen Bürstchen. Muss ich mal schauen, wie ich damit klarkomme, weil ich mag eigentlich immer so geschwungene besser. Aber es ist jetzt schon der zweite Mascara. Ganz ehrlich, Mascara kann man sowieso nie genug haben. Also daher, Mascara braucht man immer. Und das waren jetzt 1, 2, 3, 4. Genau, das waren die 5 Produkte von Diana. Ich zeige es euch nochmal. Und da muss ich sagen... glaube ich, bis jetzt mein Favorit.
wenn ich mich so jetzt entscheiden müsste, denke ich, das ist jetzt so die Box, die wahrscheinlich mich am ehesten noch mit widerspiegelt und gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn euch dennoch interessiert, was in den letzten zwei Boxen drin ist, dann bleibt einfach dran, beziehungsweise schaut euch das nächste Video an. Viel Spaß, tschüss!